Ja, das zocken wir jetzt. Das neue Doom, das heute am Freitag rausgekommen ist. Und zwar, ja, zocken wir euch hier mal ein bisschen die Singleplay-Kampagne an. Ich bin übrigens der Philipp. Mache die ganze Aktion hier jetzt mal für Digitec Galaxus. Und ja, schauen wir doch mal rein, was das neue Doom so taugt. Ja, bin doch recht gespannt. Fangen wir gerade mal an. Ich habe natürlich gestern schon mal ganz kurz müssen das anprobieren, dann, damit das nicht komplett das Seich wird, was ich hier mache. Ja, also gut. Starten Kampagne. Hurt me plenty, ja. Das klingt doch schon mal gut. I'm too young to die. Ja, wir wollen es jetzt nicht übertreiben. Wir nehmen jetzt mal das hier an. Also gut, hoffen wir auch mit dem ganzen Stream und so klappt das gut. Ja, schon jetzt schon eine Weile her, wo das letzte Doom rausgekommen ist. Halbe Ewigkeit. They are rage, brutal, bin mal gespannt. Without mercy. But you will be worse. Rip and tear until it is done. Tut schon mal lässig, wenn wir da sind. Okay, ich werde nichts machen. Ja, also mit Ketchup spart es schon mal nicht, wenn sich das gehört. Piu, piu! Ja, herrlich. Ja. Alte Profi da, hä? Ja, also. Definitiv doch blutiger als noch die alten Dooms. Okay, sehen wir auch hier was da. We have to contain this. Okay. Ich weiß nicht, was ihr redet. Nehmen wir, ne? Nehmen wir das hier. Ja, was halt immer so passiert, he? Wenn man so einen Helm anlegt. Hat man immer so eine verdammte Visionen. Oh yeah! Also, die Grafik ist ja schon mal verdammt geil. Ich habe ja mal die Beta noch gespielt, zum Testen. Und dort habe ich gefunden, da ging es ziemlich kacke aus. Ich weiß auch nicht, ob es dort Details noch auf Medium gewesen sind oder so. Keine Ahnung, aber jetzt sieht es schon mal verdammt gut aus. Und ich spiele auf dem PC, ich kann alles eigentlich auf den maximalen Einstellungen. Es gibt noch so eine Nightmare-Option, die kann ich nicht aktivieren, weil du irgendwie 5 GB Grafikspeicher brauchst und ich zwar 2x 4 GB kann, aber das leider sich nicht addiert leider. This problem in a way that benefits us both. Ja, ja, genau. Bla bla bla. Mehr Leute töten. Gut, zu einem Tempo zu drücken. Genau, wenn es die Gegner also leuchtet, dann kann man sie hier mit einem Finish-Move runterputzen. Dann kommt dann sogar noch so ein Leben über und so. Ist das nicht hurenlässig? Gib mal hier deine Gun. Alter! Oh yeah! I call Shotgun! Nein, Shotgun, ich nicht alt. So, wir Leute töten. Ja, du jetzt nicht so. Grosse Schnorre, ne? Ja, die hauen wir einfach alle runter. Ah, wirklich die. Ja, also. Definitiv gut blutig. Also nicht da für zimperliche Leute hier. Springen kann man ja neu auch. Space Marine hat dazugelernt. Okay, jetzt müssen wir einfach alle umnieten, damit der Raum frei wird.
Aber es spielt sich sehr gut. Also eben wirklich, ich weiß nicht, ob es im Stream auch schon gesehen. Nachher auf dem Video wird man es dann sicher merken, aber es läuft hier wirklich butterweich. Kann man es wirklich nicht sagen. Also, es ist nicht ganz so schnell wie jetzt irgendwie ein Quake 3 Arena oder so. Würde ich einfach mal behaupten. Aber habe ich fast das Gefühl, es hat noch ein Spiel zugelegt von der Beta, aber vielleicht ist es auch Einbildung. Ja, komm jetzt. Ja, da zu einer. Sack! Hä? Ist das gut gewesen? So ein Double Jump müsste sich eigentlich noch gehen, aber und jetzt? Was weiter? Und da, hä? Cannot be allowed to leave this place. To ruin everything. Oh. I'm willing to take full responsibility for the halt of the events of the last 24 hours, but you must understand. Our interest in their world was purely for the betterment of mankind. Everything has clearly gotten out of hand now, yes. Sound is not better. Also mit Zuhören hat er es nicht so. Das kenne ich doch irgendwie. Nachher kommt er einfach nicht raus, was er machen muss. Aber ja, so geht es mir noch nicht sehen. Yeah! Verdammt, so ein Rocking Game. Und also genau, für die, die es jetzt noch nicht gewusst haben, das Game spielt auf dem Mars. Ja, so gut zu erkennen. Und ja, keine Ahnung, Story gibt es da irgendwie noch nicht viel. Aber so im Alten eben, es sind halt irgendwelche Höllen, Pforte hat man aufgemacht, da sind die ganzen Dämonen rausgekommen, wie man das halt so kennt. Ich mache jetzt gerade noch meinen Game-Lautstärker ein Mühe leisiger, damit ihr mich vielleicht noch ein bisschen besser versteht. Das muss leiden. Das muss leiden. Höhersprung. Hey, du. Nicht einmal so eine coole Landung, so die Zack. Voll vergebene Chance, verschenkte Chance. Ja, also Grafik gibt es wirklich nichts einzuwenden, eben, vor allem wenn man sie sogar noch eine Stufe höher könnte stellen. Ich bin recht gespannt, wie es auf den Konsolen aussieht. Aber ich bin auch nicht viel schlechter. Ich habe noch ein paar Knarren oder Käpsel gestohlen. Krebschen überstohlen, hat man unendlich Munition. Ja. Geschmeidiger Nahkampfangriff hat man natürlich auch. Wenn du die hier oder die kannst du einfach runterbashen. Ja, wenn sie sich wirklich recht gut an diesem Brutal Doom orientiert, an diesem Mod für das Original Doom. Dazu montiert. Und einfach nur irgendeine Tonne Blut am Game hinzugefügt. Und eine Tonne Splatter. Wie man sieht, kann man die Figuren Finish Moves eigentlich auch abstellen. Aber ich meine, wieso sollte ich das machen? Ja, das Ganze hat ja natürlich eben noch Multiplayer-Modus, eben, das hat man in der Beta schon gesehen. Aber ich spiele jetzt einfach mal Singleplayer, das kann ich mir vorstellen. Weil, wie gesagt, Beta hat man ja schon gesehen und darum schauen wir auch mal, wie es mit der aussieht. Also, Access Cards, ja, das gibt es offenbar wieder. Ja, schrei nicht so rum. Ciao? Brauchst du nicht mehr, oder? Ist gut, ich gebe es dir zurück. Gut. Ständig irgendwelche Monster rumschreien. Schmeide? Kannst du den Bananen haben? Granat. Wie schmeißt man die? Ah, so. Ah, okay. Nice.
lieber, aber das ist so ziemlich Kanonenfutter, da hast du fast den Schuss zu schaden. Munition sparen da, ne? Aber es ist geil, es hat ein gutes Hurtempo drauf, da muss ich wirklich sagen. Ich habe wirklich irgendwie zuerst befürchtet, dass es so ein bisschen... Ja, dass es einfach ein bisschen zu langsam ist. Und ich meine, eben... Also wenn es irgendwie Quake, oder? Hat es irgendwie gar keine so schnellen Games mehr gegeben, wie... Wie jetzt eben... Wie das? Ich habe keine Ahnung, ob es daran liegt, dass... mit dem Pad vielleicht ein bisschen schwieriger ist, aber... Ich bin mega recht gespannt, wie sich das spielt auf der Konsole, ne? Es sind einfach irgendwie... Also alle Gegner am Abend müssen so. Ja, also da die... It-Tech-Engine haben sie so recht aufgepeppt. Vor allem bis jetzt sehe ich auch nicht mehr, dass die haben immer so das Problem gehabt mit dem Texture Pop-In, also dass man irgendwie, wenn man sich schnell dreht hat, dass man auch sieht, wie die Texturen anladen. Was pure nervig sie ist, und das haben sie irgendwie. Das haben sie beim Ragen und so, das sind sie einfach nicht weggebracht. Aber jetzt kann ich mich da so schnell drehen, dass man schwindelig wird, aber dann läuft alles wunderbar noch. Also, technisch wirklich geschmeidig. Und ich bin ja noch Uncharted am Gamen. Das ist zum Grafikvergleich, aber... Es ist also auch verdammt ordentlich da. Ja, aber vor allem nimmt mich wirklich wunder, wie es dann aussieht, wenn man da noch das Nightmare reinhaut. Das gibt es für irgendwie Schatten, kann man Nightmare-Grafikstufe einstellen. Ah, die kleinen Teile, da kann man seine Shotgun modden. He? Okay. Was nehmen wir? Explosive. Hm. Nehmen wir Redro. Ja, gut. Das nennt sich Dankbarkeit. Gib mir das Teil. Fuß die Fresse. Ja, das sind höfliche Sicher da, die Space Marines. Oh, hacken wir alle ab da, alle ab, hacken! Wir machen die einfach nicht. Chillen vermutlich nur so rum und denkt sich nicht böse und dann kommt so einer wie ich. Haut sie einfach ab. Ja, also. Action ist gut da, wirklich. Kann man nicht sagen. Ich weiß, haben sie das gar nicht genau sich da aufnehmen. Aber ist egal, ich nehme alles. Laus und dann kleben, hä? Jawohl. Ist schon praktisch, dass sich da die Dämonen immer gerade wieder zersetzen. Die sind irgendwie ökologisch abbaubar scheinbar. Und zwar instant. Wie zum Vampir eigentlich, das ist schon. Die denken an ihre Umwelt, du musst gar nicht mehr zusammenlesen. Ja, hab doch den Schlitten. Ja, was willst du denn da? Da! Oh, dann wollen wir den Schuss ausprobieren. Nice. Der Soundeffekt ist schon gut. Ey. Oh, kannst du nicht da zu mir kommen? Komm! Nein. Das ist nicht die Schuhe. Also Leute mit ihren eigenen Arm verprügeln, das ist schon etwas Lässiges. Hey! Hey! Freundlich bleiben da, hä? Ja. Und ich habe jetzt gerade zum Fuß ins Gesicht drauf. Es geht auch nicht so schnell, da weiss ich gar nicht, was passiert. Doch, komm mal runter da. Dann noch Twitter, oder? Wird jetzt kalt machen. Ist geil, dass man da gerade irgendwie ganz schnell nacheinander gehen kann. Zwei Füße gehen. Kann man nicht mehr irgendwie. Also, es hat gar keinen Cooldown. Außer bei denen, die stärker sind. Nice. Die Länge der Kampagne habe ich gelesen. Etwa 13 Stunden. Also, wäre eine recht ordentliche Länge. Muss ich dann herausstellen, ob das stimmt, aber es haben zumindest
sie offiziell behauptet. Ah, komm mit rüber! Jawohl. Lieber einer. Der hat aber schon vor mir so kaputt ausgesehen. Kann ich also nichts dafür. Dort braucht man sicher diese rote Karte. Wo finden wir jetzt die? Ja, also im Spielprinzip hat sich das noch nicht geändert. Ah nein, jetzt ist es offen. Ah, okay, dann hätte man einfach alle Gegner müssen vermieseln. Sehr gut, das kann ich. Ja, also ich muss sagen, das läuft ja wirklich Buttercreme hier. Und ich kann es... Alles klar. Ich habe es auch schon kurz mal mit meinem Ultra-Wide-Monitor gespielt, für die, die hier meinen Artikel gelesen haben. Ah, hätten wir schon den ersten Level, ne? Keine Secrets entdeckt. Schwach. Und Elite Guards, die haben wir auch nicht gesehen. Keine Ahnung. Genau, ich habe es auf meinem Ultra-Wide mal gezockt. Also, ich spiele es jetzt auch auf dem Ultra-Wide, aber ich spiele es jetzt in Full HD, damit es mit dem Stream ein bisschen besser reinhaut. Ultra-Wide mit unterstützt jetzt, vor allem auch Native, also für die Minderheit, die es interessieren. Muss also nicht mehr basteln. Hier 3440x1440 Auflösung. Ist auch mit meinen zwei GTX 89 ist das super gelaufen. Also wirklich so, wenn es mal auf 50 runtergefallen ist, dann ist es eher tief gewesen, aber es war wirklich auch bei 70 Frames gewesen. SLI funktioniert auch tiptop. Hat mich auch überrascht. Das glaube ich, in der Beta noch nicht so richtig da hat. Also generell habe ich das Gefühl, Hello, es ist I am Vega, the sentient intelligence assigned to Mars. After running diagnostics on the Mars, it appears that I can activate optional challenges that when completed will assist in upgrading your arsenal at an accelerated pace. Aha. I have added a tracking component to your dossier. Alles klar, wir können also Challenges machen, damit bessere Upgrades bekommst. Okay. Ich könnte mal probieren. Secret Finder, ich bin schlecht. Jetzt hat er mich rausgebracht, der hure Schwätzer. Nein, aber echt genau. Ich glaube, es wirkt recht gut optimiert, das Game. Das ist doch erfreulich. Jetzt habe ich schon vergessen, was müssen wir machen? Ah ja, genau. Mit einem Shotgun zwei Leute töten. Nicht lang, ja. Mit einem Schuss zwei Leute. Ja, das stimmt. Ich mache ihn nebeneinander rein. Da hinten sind alle rumschreien. Ach, wo geht's denn noch weiter? Da bin ich doch gestern schon hängen geblieben. Ich habe meine, ich hätte gelernt, aber es scheint ein kurzes Zeitgedächtnis ist nicht so wieder. Scheiße, wir haben es. Geht's noch weiter? Kein Strom. Aha, aha. Ein starker Sieg. Das hat man heute Demo gesehen, da, das Video. Das Ding. Ich habe schon Challenge erledigt. Nice. Upgraden, was können wir upgraden? Weapon Upgrade. Machen wir? Bigger Boom. Sorry. Da muss man nicht. Bigger Boom. Ja, also der Sound und Grafik sind wirklich toll. Your final moments in this world. All the rumors, the human sacrifices. Kugelsichere Monitore. Stuhl ich immer. You will be the first.
You will have a seat alongside them, just as I will. Blah, blah, blah. On the new world that they create for us. Starting now. Okay, keine Ahnung, was die Menschen von mir wollen. Also so storymäßig hat es schon irgendwie, was auch nicht. Ein Satz Erklärung hat es nicht verkehrt gewesen. Karten abgeladen. Especially now. In what will be your final moments in this world? Ach, jetzt erzählt sie es nochmal das Geschichtchen. All the rumors, the human sacrifices. Das ist aber unnötig. Ja, schau jetzt da. Funktioniert das so? Ich bin abgeschossen. Hacken wir alle ab. Das Geschrei da, das ist also wirklich. Hebt doch nicht. Ich bin schon recht. Ich bin schon recht gespannt, wie da Speedruns werden aussehen von dem Game. Ich glaube, da wird man. Da wird dann schlecht werden dazu, oder? Die hier in einem Affenzahn durchrennen. Oh. Immer die Selbstmorddämonen. unsafe, ist doch wirklich der Berg. Chill jetzt doch nur da. Explodierende Kiste wird jetzt einfach nie alt. Kannst du jetzt einfach sagen, was du willst? Hey! Und explodiert er jetzt nicht? Oder nicht? Okay. Also das ist schon ein hoher Gaudi. Haben wir da? Oh, oh, oh. Drückt jetzt einfach mal ganz viele Nahkampf da. Einfach alles abmögen, was da im Weg steht. Zack! Oh! Ja, also zwei mit einem Schuss habe ich glaube immer noch nicht geschafft. Ja. Wie stehen die eigentlich nebeneinander, die Siechen? Ja, komm, jetzt hört das nicht. Ja, muss man sich auch mal ein bisschen Zeit nehmen, oder? Um da Kulissen geniessen. Oh, was meinst du? Oh, hast du deinen Arm verloren. Ah nein. Immer die freundliche Stimme da. Immer lässig. Da frage ich mich ja, für was denn bitte schön genau da irgendwo auf dem Mars eine so eine Motorsage brauchen? Gehen sie da Holz fällen mit dem Pfeil? Und Bäume fällen? Na gut, wir nehmen das, was wir bekommen. Ah, lässig. Fliegt er jetzt da rum? Ui! Ui! Der explodiert das nicht einmal. Ja. Nein, schon kein Benzin mehr. Schade. Ui! Ui! Ei, da geht's rund hier. Also, es hat schon einen verdammt geilen Flow irgendwie. Also wirklich, es geht sehr schnell, man kann alles sehr schnell abmögeln. Das haben sie sehr geil angekommen. Ich bin gespannt, wie lange das wird lustig sein oder ob es irgendwann wird langweilig werden, da immer die Moves da. Ah, könnte man den scheiß Typ mal wegmachen, ne? Es ist nett, dass da die Leute immer da, ihre Munition da in so Gang verstecken. Das finde ich sehr flott.
Entschuldigung, hallo. Paff. Also das ist schon der beste Move, wenn er sich selber anprügelt. Ich weiß nicht, was das Piepsen bedeutet. Oder? Das ist, wenn meine Lederpiepsen sind. Es ist praktisch, wirklich, dass man da bei diesen Finish-Moves immer neue Leder bekommt. So wie im Diablo, irgendwie, wenn man Gegner rumlässt, dass man da Mana im Leder bekommt. Wer hat da gut davor? Ich finde ja schön, dass Media-Explosionen so gut wie nichts machen. Und rumgumpen ist das. Das ist auch noch witzig. Auch flott, dass sie anscheinend immer wartet, während ich ihre Kollegen anprügeln, bevor sie mich dann hauen. Finde ich auch toll. Ah, jetzt hat sogar Waypoints. So. Ich habe komplett die Orientierung verloren, da bin ich glaube ich schon ärger. Echt. Ja. Ah. Der, das Pili hat gezeigt, hä? Das würde natürlich helfen. Ja, und jetzt? Bei jedem weiss, wenn man zweimal um mehr drückt, dann kommt der Lift schneller. Das ist eine alte Weisheit. Kostet mich das eigentlich nichts? Oder nicht? Paff! Die Währung scheint ein Fuß zu sein. Das finde ich gut. Von denen gebe ich so viel wie du willst. Ja, ja. Die haben wir gern. Ah, schön, wie sie sich auflösen. Explodieren die auch da? Nein. Schade. Und jetzt? Jetzt müssen wir sicher irgendwo abspringen. Ah. Hauen wir alle runter. Das ist schon verdammt lustig. The UAC. The world is counting. Ich weiß eigentlich ehrlich gesagt, ich muss gar nicht, was ich mache. Ich fange einfach überall hin, wo es leuchtet und drücke dort den Knopf. Aber es hat die Daumen schön funktioniert. Warum? Gib alle da. Das ist nicht so anhänglich. Pushing the boundaries of the imagination each and every day. As a valued employee, your loyalty is more than just a commitment to the UAC. It's a commitment to the future of mankind. Thank you for your service. Nice.
Ah, das gefällt mir, das Teil. Hey, du bist doch vorne flüssig. Ich habe immer so richtig zu wenig Munition da. Oh yeah! Nein, das ist... Ah, das hat es ja früher recht gegeben, dass wir alle keinen Abend mögen. Oh, das ist immer gut gewesen. Oh, nice! Ja. Definitiv nicht bezahlte Gemüter da. Das war schon immer der geilste Modus gewesen. Nein, ist schon fertig. Es ist wirklich ein sehr gutes Tempo, das hier hinlegt. Da bin ich doch gerade wieder gespannt, wenn jetzt das zocken wird, so dass irgendwie das Lawbreaker wird vom... Ja, ist der Cliff Lesinski oder so. Da der, wo die Epic geschafft hat, wenn es mir recht ist. Der hat ja auch so einen neuen Shooter am Start. Und der sieht auch so ein bisschen Unreal-mäßig, eben, das ist ein bisschen schnelle Action und so. Das gibt es aber auch wirklich so ein bisschen zu wenig, finde ich. Oder dürfen wir es gerne sagen, falls ich irgendwas vergessen habe, weil irgend so Overwatch... aber das kannst du nicht vergleichen, nur schon weil es... keine Gewalt hat im Vergleich zu dem. Aber auch lustig ist, aber halt anders. Aber ich finde es geil, dass wieder jemand mal so Games macht wie da. Also eben einfach so ein bisschen... Auch so ein geiler Shooter, ein bisschen fette Action, fette Blut, ein bisschen schnell und... Eben, Call of Duty ist halt gleich etwas anderes, nur schon weil es halt mit Menschen ist und... Okay, die neuesten sind jetzt auch nicht mehr extrem realistisch, aber schon gleich anders. Ah, du. Ah, lässig. Ah, herrlich. Er tönt wie ein Scheibenwischer. I'm blocking your access to the facility scanner. Come to the Vega Terminal and I'll give you what you need. Wieso weiss er, was ich brauche? Ich weiss ja selber nicht, was ich brauche. Irgendwie wissen alle mehr als ich. Und jetzt? Raben. Noch ein Lift fahren. Nachladen gibt es übrigens nicht. Wenn du Nachladen drückst, dann wechselst du einfach den Upgrade-Aufsatz. Ah, da muss ich mich irgendwie auch noch gewöhnen. Hey. Kannst du den Leuten nicht in den Rücken schiessen? Den hätten wir müssen. Damn! Ich habe getestet, ob es Sprinten gibt, aber es sprintet zu uns immer. Da geht es weiter. Bleib ich da. Ups. Da geht es weiter. Den nehmen wir. 15 Schüsse, ja, nicht so viel. ein Schild ziehe ich. Ein Schild bringt einen Fürchter gegen mich. Ja, falls ich es noch nicht gesagt habe, also PC und PS4 und Xbox One ist das Game draussen. Ich kann mir da noch so einen die dicke Collectors natürlich immer so holen mit dem beknackten Figürchen da.
Vielleicht zeigst du es nachher noch. Eleganter Move gewesen. Schön, das ist schon nervig. Ah, keine Chance. Keine Chance! Komisch nur für einen Stecker. Aha, das ist ein Upgrade. Navigationssystem verbessern, wie langweilig. Power-ups. Explosive Damage. Das gefällt mir auch. Gibt fängst keine Games mehr ohne Upgrades, hä? Ich finde super, dass er alles, was er öffnet, mit der Fuß macht. Gut, ich habe noch mal zum ersten Mal irgendwelche Leute drauf, dann jetzt einfach mal auf die Fresse. Ah, ich lauf rum da. Sack! Komm, ich vor wieder Bud Spencer. Und Bud Spencer Film ab 18 werden. It's a gift. Was ist das Gift? Take it. It will give you strength. Help you on your journey. If you can withstand the power surge. Was denn? Ah. Mit der das hat sich angeschlichen. Klar, du kommst irgendetwas über. Und was machst du damit? Du verdrückst es. Rüstig. Was für ein Fritz? I will unlock the remaining Argent cells within the facility for you. Vega, give him what he wants. 61,337 UAC members deceased. 81% of the facility is on lockdown. Demonic presence through Ars installation is critical. According to the records, Dr. Hayden, the invasion originated in the Lazarus facility. It seems that a hell wave was activated, transforming 64% of all UAC employees into the creatures you see roaming throughout the facility. Ich finde schön, wie der das mit einer so einer optimistischen Stimme erzählt, wie da alle verreckt sind. Oder sich in Dämonen verwandelt haben. You may not agree with our research, but know this. We exploited hell and its resources because it was in mankind's best interest to do so. What you now see in this facility is the cost of progress. But none of that matters now. There is an emergency in the foundry. The regulators have been destroyed and the core temperatures are now destabilizing. They've overrun the adjacent facility. If the venting lines aren't re-engaged, neither of us will survive the meltdown. Ja, ja, bla 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 bla. Lass mal die Leute töten. Ich
Nein, wirklich. Ah, da bin ich doch auch schon. Ah, vielleicht sollten wir mal auf die Karte schauen, hä? Ja, ja. Wir sollten aber doch nicht mehr blind alle grünen Türen noch laufen, hä? Ah, oh, geht's nämlich durch. Ah, jetzt habe ich die Challenge. Ah, oh, Elite Guard, hä? Ja, Secrets finden dort, wenn ich noch schwach bin. Da gibt es noch so ein bisschen Verbesserungspotenzial. Ah, Ladezeiten sind auch ganz okay. So, komm. Diagnostics on the active Praetor suit. It appears that I can accelerate the upgrading of your arsenal by measuring your combat effectiveness. I have added a tracker to your helmet's display. The facility will not allow you access to the turbine room unless the demonic threat level is brought down inside the foundry. Our security systems cannot be overridden. Ich finde das einerseits so lustig, dass es irgendwie so ein bisschen. Es geht ein bisschen die Story, aber dass man nicht. Das ist ja klar, du macht jetzt nicht irgendwie. Leider jetzt extrem viel Wert auf die Story. Aber lustig, dass so diverse Leute immer noch mit mir quatschen. Und es wird nie erklärt, wer irgendeiner ist. Na egal, tun wir einen wissen. Wir wissen nicht mehr, dass alle böse sind. Es gibt auch noch verschiedene Wege, die man einschlagen kann. Was ist das genau gewesen? Wo war der drüber? Geronimo! Oh, doch nicht. Ah, praktisch. Das ist sicher ein Versteck gewesen. Es ist wirklich ein, es hat ein super geiles Tempo. Ah, damn! Und jetzt? Sorry, die brauche ich noch. Scheinbar. Hey. Komm da doch. Ja, los. Finde ich jetzt gerade nicht so geil. Ich muss nach dem Weg suchen. Da. Ja! Wunderschöner Jump gewesen. Wie ein grosser. Jetzt da. Zielfernrohr oder Ragetli, das ist die Entscheidung einfach. Ich höre viel Geschrei, aber sehe wenig. Pipikiu! 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 Ja, also. Es ist ein rechter Gaudi.
einfach wirklich zu lang schon so sinnloses Actionspiel gespielt. Es hätte doch da nochmal eins gegeben, wo das geheißen, wo man so ein Lasso gehabt hat. So ein Laserlasso und dann kann ich den Gegner so anziehen und dann mit dem Fuß wegging. Ich weiß gar nicht, wie das geheißen hat. Aber das war auch super. Das war etwa das letzte so Action-Game in diesem Stil. Ich weiß wirklich gar nicht, wie das geheißen hat. Ich hätte die blaue Karte schon. Ich glaube, ist die geil, oder? Damn! Das können wir nicht tun, ne? Nee. So vielleicht. Ja, komm! Hui! Neue Gegner. Wie ist das hier mit dem Raketli? Hui! Und daneben geschossen! Keine Chance. Das ist immer lustig bei diesen Gegnern, wenn man sie am ersten Mal trifft, dann hat man so viel Mühe mit und dann muss es beim nächsten Mal, fünften Mal, oder am Schluss sind es dann 10. Fünftes Mal. Das ist einfach eine Gaudi. Ich habe wirklich irgendwie nicht... Ich habe so lange gehofft, dass es geil wird, das neue Doom, aber schlussendlich kann ich es... Wenn ich gleich denke, das wird so ein bisschen mäßig. Aber damn. Und das ist also verdammt witzig. Geil, oben runter jumpen kann man auch. Ich habe mir so ein vor, wie so die Foot Soldiers von Turtles. Und auch so. Die du einfach runterputzen kannst. Super. Rüstung da. Es hat einen geilen Speeder. Sollen wir wieder das Portal schliessen, denke ich, oder? Dann kommen wir dann das Gegner raus. Nimm mich jetzt einfach mal an. Also, der Sand ist geil. Ich sehe mich da. Wie ist das gegangen? Ja, du kannst dich da schon schützen mit deiner Hand. Aber es ist wie ein Messer an einem Pistolenfight mitnehmen. Kennt man da. Oh, ich habe doch keine. Ich muss damit die Specials auch mehr ausprobieren. Blub! Ja, der neue, ne? Das ist ein großer Spaß. Demonic Threat Reduced by 25%. Bis jetzt muss ich sagen, könnte man es sogar... würde ich noch eine Stufe schwieriger spielen. Ich meine, ich spiele ja jetzt die zweite von drei, wenn es mir recht ist. Also das würde ich sicher die normale. Da komme ich wohl nicht über. Dort drauf und dort drüber. Probieren! Sieht heiß aus. Dort oder dort? Ja, yeah. Kinderspiel. Ah, ich hab gewusst, wie ich das sagen. Ah. Absicht, ich wollte einfach mal schauen, wie es ist, wenn man stirbt. Hat er jetzt noch den Daumen runter? Ah, oh, herrlich, Terminator-Anspielung. Aber die Ladezeiten sind ja wenigstens schnell und Checkpoints sind... sind ja super gesetzt. Was ist das denn? Demonic Threat reduced by 25%. Nur 25%? Okay, aber das probieren wir jetzt nochmal, oder? Wo ist das gewesen? Dann. Nein, das probieren wir es. Zack, zack! Den habe ich letztes Mal auch besser getroffen. Ja.
Jawohl. Seht ihr, wie ist ein toter Schädel? Egal. Ich finde es schade, dass ich das Gesicht nicht mehr, was es beim Original Doom. Kann ich dort direkt überspringen? Okay. Was bedeutet jetzt eigentlich so die verschiedenen Icons? Sag ich dir das Gals? Ja, das ist über den Schlüssel, ich denke. Wow, die Karte. Keine Ahnung, was bedeutet das? Objective, okay. Und der andere Shit. Was ist das da? Collectible. Geil Shit. Hä? Ich bin schon wieder verwirrt, was es genau durchgeht. Was passt von dem her? Jetzt gehen wir mal rechts. Zu den Doom Games von früher. Die zum Schluss haben wir einfach umgekehrt, bis man es mal gefunden hat. Ja. Herrlich. Herrlich! Blau haben wir immer noch nicht. Ich habe mal den Würfel, der es gerne anzeigt. Ja, das ist gut, wenn es gerne warm ist. Hau mir alle, und dich auch! Müslich alle. Ah, ich freue mich jetzt schon auf die grossen Gegner, so die Kakademon oder wie die heißen. Das hätte ich geil gesehen. Ah, das ist noch so Upgrade-Zeug. Ja? Nimm den Shit! Lustige, die Upgrade funktionieren. Irgend so ein Chip, was machst du damit? Drückst du sich? Ah, jetzt nicht durch. Irgendwann da vorne. Ui! 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 Ja. Da geht's eins auf den Schädel. Ui! The Blind Council is always watching. Oh yeah! Nächstes Möbel? Plasma Rifle. Geile Shit. Stay focused. Stay committed. Bla bla bla. Los, Gegner! Die neue Gun austesten. Piu-piu-piu! Piu-piu-piu! Das könnte noch stärker sein. Egal, umherretzen! Also wirklich, wenn man irgendetwas sucht, wo man auch mal ein bisschen umherretzen kann und Zeug zerstören, dann ist Doom das Richtige. Vor allem, wenn es dann wirklich Kampagne 13 Stunden hat. Und dann hat man vor allem den Multiplayer, wo, wie gesagt, wo ich jetzt von der Beta noch nichts. Wo mich noch nicht so geflasht hat, da komme ich nicht durch. Aber ja, wer weiß, vielleicht haben sie dort noch etwas geschuldet. Bla bla bla. Ich finde, es stimmt, ich kriege da die Flares von Portal. Was ist das? Hey! Freundlich bleiben. Immer freundlich bleiben. Aber sag freundlich bleiben! Du bist halt nicht freundlich. Hey, warum schon? Hey! Du! Kannst du nicht mehr anschauen, wenn ich mit dir rede? Ui! Ui! Hey, du da eines Zeugs! Ah, ich habe eine Granate da, ich habe ganz vergessen. Eine Durchsage. Ah, noch. Ah, lässig.
Also der Sound hat den Effekt noch, muss ich sagen. Alles klar. Da ist die Sache was. Nein, aber jetzt wird's. Praktisch, dass die einmal so leuchtet, so wie sie ihre Keycard ist. Suicide-Typen. Ich bin nicht mehr lustig. Oh ja. Das sollten eigentlich die Imps sein, ne? Wo sind die? Nein, das ist schon gut. Haben wir das kaputt? Coole Animationen jetzt. Okay. Das Geräusch. Geil, immer noch das gleiche Türöffnungsgeräusch wie eh und je. Ja. Dann haben wir dann einfach mal die Ursache. Ist nie verkehrt. Hä? Ja, ich finde es super, dass es das, sich den Weg anzeigt. Das ist das, was ich in so Games überhaupt nicht brauchen kann, wenn ich da noch gross suchen muss. Ups. Ah, einfach alles, was leuchtet, anklicken, das ist nie verkehrt. Nein, hey, so geht es nicht. Ja, jetzt. Ah, das ist die Hand, die wir vorher gefunden haben. Ah, herrlich. Das ist das, was wir in dem Trailer mal gesehen haben, den Gameplay-Trailer, glaube ich, am ersten. Tschüss. Oh. So. Hier räumen wir jetzt noch unten. Das sind wirklich witzige Gegner. Ja, und eben, kann irgendwie, es ist so eine Art fast ein einfach, weil man weiß nicht, was man kommt. Aber dafür ist es einfach schon verdammt lustig, man einfach alles abschnetzen kann. Stark, jetzt. Turbine boom doors now open. Ja, wie ist denn das? Ui, da. Wir brauchen das GPS. Ah, GPS. Komm nicht raus, wo ist ich? Ich bin dort und dort hier. Ja. Nein. Kopf. Hm.
Hm. Ah, da immer gerne. Ja. Ah, das Gegner, da ist sicher drin. Also die hellsten sind sie schon nicht. Ach, da ist mal reinkommen. Ja. Dann haben wir alles leuchtet. Wenn das leuchtet, dann ist es wichtig. Da ist doch schön Platz für einen grossen Gegner. Ah, nein. Hm. Ich habe mir Schwierigkeitsgrad nach dem ersten Level erwarten. Nicht? Sag ich und dann sterbe ich. Was ist denn jetzt da? Ein Hoppelhass. Ein Rhinoceros. Das ist meine Shotgun. Piff, puff, puff. Also Respekt mit dem Sounder, so muss das sein. Haft, haft, piep, haft, gut. Shotgun ist einfach schon voll. Ja, wechsel da. Hui! Ich muss nicht genau, aber das ist ein fester Hagel ist. Nein, ich kann Motorsage Dings funktionieren. Ich hatte dann irgendwas mit Granate gehabt. Da. Was ist das? Nur eine! Eine Gizze. Reise rein. Nicht mehr funktioniert. Ja! Yeah. Aber Knüsel. Geile Shit. Geile Shit. The core temperature is now stabilized. Na gut gemacht. Aha. A primary control room has been activated somewhere nearby. It could be Olivia. Saletti? Du schnell, oder? Schanke dünn. Ich glaube, das war jetzt noch jemand mit diesem Level. Jawohl. Oh. Authorization. Olivia Pierce. Alpha 4. 0. 2. Die sieht auch gesund aus. Bin ich der Dr. Hayden? Ah, das war der andere, den wir mal gesehen haben. Ich komme schon nicht raus. She is trying to tear open the portal between our world and theirs. Mhm. Also das ist immer gut. Da weiß man ja. Das ist noch immer gut so. Oh, jetzt wird sicher lustig. You could not have saved them anyway. Ich weiß ja immer noch nicht, von was sie reden, aber irgendwelche Typen retten. Egal. Jetzt?
The system won't allow anyone but Olivia to override it now. We will have to shut down the Argent Tower manually from the surface. Also, der Soundeffekt, muss ich sagen. Ja, ich würde euch sagen, guter Punkt bei den anderen zum Aufhören. Sind wir jetzt etwa in der dritten Mission. Aber ich finde es ist recht witzig. Also, ich bin wirklich gespannt, wie lange das motivieren wird. Aber definitiv geil, eben super Grafik, fetter Sound, geile Waffen besitzt. Recht gespannt, muss dann nachher mal noch in den Multiplayer austesten, aber bis jetzt kann ich das Möbel wirklich kann ich es gut empfehlen. Ich hoffe, es hat Spass gemacht. Der erste Game-Stream da für Digitec. Macht vielleicht in Zukunft wieder ein bisschen mehr, wenn das gut ankommt und es euch gefallen hat. Und dann danke ich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Stream. Tschüss zusammen!